So, willkommen vierter Stream. Da, Feuerrabe 125, Twitch Prime Abo. Dankeschön. 5. Monat in Folge. Da funktioniert das gerade, Rowdy. Irgendwie, weiß ich nicht. Bei manchen wird es angezeigt, bei anderen irgendwie nicht. Wir starten die Aufnahme mal. Ich habe noch einen Technikpunkt übrig, den will ich jetzt als erstes vergeben. Und ich glaube, ich mache ein Kettenattentat. Ich muss schneller sein. Es war bis jetzt. Töten, wenn der erste blutet. Nämlich wirklich teilweise. Danke, Scotty Sniffen, für dein Twitch Prime Abo im 2. Monat. Vielen Dank. Weil ich schon die Situation hatte, dass zwei nebeneinander standen und ich konnte die nicht erledigen. Und schönen guten Tag, Österreicher. Wir starten genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Mein Herr, habt ihr einen Moment Zeit? Ach, da ist auch noch eine Frau. Ich dachte, da ist ein Kerl. Invasoren sind fort. Das ist es nicht, mein Herr. Eine Gruppe Banditen terrorisiert Komoda. Sie haben meine Familie abgeschlachtet, wie Tiere. Dann werde ich sie jagen, wie Tiere. Wo töteten sie eure Familie? Bei uns zu Hause, nördlich von hier, am Fluss. Ich nehme dort die Spuren der Banditen auf. Wie ist euer Name? Saki, mein Herr. Ich räche eure Familie, Saki. Die lachenden Banditen. Und der Umhang weht erneut. Reise zu Sakis Haus. Ich habe ja mich gestern festgelegt, dass wir wirklich erstmal die individuellen Nebenquests erledigen werden, damit ich nicht im nächsten Bossfight so total abfacke. Schönen guten Abend, Micha. Und die sind vielleicht nicht so gut inszeniert wie die Hauptstory, aber teilweise sind ja auch vernünftige Aufgaben dabei. Das hier wird wahrscheinlich jetzt nicht so krass sein, weil ich einfach nur Banditen abschlachte. Ach, ich habe über den Tag hinweg vergessen, wie schön das doch eigentlich hier ist. Danke, Sarolon, für ein Stufe 2 Abo. 26 Monate in Folge. Du bist ein echter Schatz. Und man merkt sich, dass ich beziehungsweise ausgeruht bin, ne? So einen Tag, weil überwiegend unterwegs sein und in der Sonne ist schon Balsam. Kommt her und kämpft! Aja! Frauen und Männer kann man in Spielen verletzen. Nicht verletzen, sondern verwechseln. Ich muss sagen, ich habe heute auch noch mal so ein bisschen sinniert über das Spiel. Und ich habe ja Last of Us 2 gespielt jetzt auf der PS4. Ich habe das Final Fantasy gespielt auf der PS4. Und ich muss sagen, dass dieses Spiel eigentlich das Spiel ist für das, wenn ich das so gesehen hätte und so weiter, hätte ich gesagt, okay, dafür würde ich mir die PS4 vielleicht noch holen. Also wenn ich das irgendwie auf der Gamescom gespielt hätte oder vorher irgendwie so ein Pre-Event und so weiter, da habe ich gesagt, ja genau, das gefällt mir vom Asia-Setting her richtig gut gemacht und auch von der Welt und alles. Wenn ich das halt vorher gewusst hätte. Weil ich einfach glaube, hier gibt es viel zu entdecken. Und guten Abend, Carlos. Wo jetzt gerade mit den Frauen und Männern verwechseln war, habt ihr mitbekommen mit dem... Oh, was? Mit dem Avenger-Schauspieler, der gesagt hat jetzt, ja, er findet es irgendwie merkwürdig, dass bei einer Avenger-Produktion
irgendwie die das ganze Set, also beziehungsweise das ganze Casting-Set und Kameramänner und Regisseure irgendwie alle weiß sind und dann auf am Set von Black Panther irgendwie alle schwarz sind. Dass es irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Muss Sakis Haus sein. Sollte drin nachsehen. Da hat die mich auch in eine Falle gelockt. Und da ist ein Hinterhalt der Banditen und sie arbeitet mit Banditen zusammen. Aber so ist das halt. Man gibt sich halt mit dem, was man kennt. Und wenn du keine Berührungspunkte hattest mit Schwarzen, Latinos, also Asiaten, was auch immer, oder rot gepunktete Pandas, dann wirst du die auch nicht einstellen. Er hat sich gewehrt. Kaltblütig ermordet. Wo ich dann dieses, wenn dann Leute sagen, dann man sollte einfach den Besten für den Job einstellen. Eine Karte, dieser Ort ist. Ist ja auch schwierig. Was steht da? Dann sind wir endlich zusammen. Das war kein zufälliger Angriff. Nichts weiter hier. Ich sollte draußen nachsehen. Was ist, wenn deiner aufgrund von urbanen Entwicklungen deiner Region es halt nur weiße gute Kandidaten gibt? Dann hast du einfach die weiße. Hast einfach die weiße Elite bei dir, präsentiert sich so im Internet, dann sagen die, was für ein Rassistenladen. Aber es gab ja keine anderen Bewerber. Das ist genauso wie mehr Frauen im Handwerk. Ja, ist halt nur doof, wenn du keine Frauen hast, die sich für Handwerk bewerben. Ne? Dann heißt es, ja, da musst du, du hast einen Haufen qualifiziertere männliche Bewerber, nimmst aber die Frau, weil gesagt wird, es müssen halt einfach mehr Frauen im Gewerbe sein. Familie beschützen und starb. Ist halt nie richtig fair. Viele Männer hier gingen zur Straße. Wobei das mit der Qualifizierung halt noch ein Grund ist. Was ich so gehört hatte von Betrieben ist, dass zum Beispiel damals beim Handwerksbetrieb, wo ich gearbeitet habe, also beim Gerüstbau, habe ich ja mal einen Sommerjob gemacht. Es ist natürlich 20 Jahre her. Und die haben gemeint, die stellen keine Frau ein, weil sonst müssen sie nach Arbeitsschutzgesetz und schieß mich tot oder Arbeitsgesetz müssen die eine Frauentoilette einrichten und dafür ist kein Platz. Das ist aber auch noch so richtig oldschool. Und vielen Dank für den Hype Train. Auf Twitch. Und Pandas sind die Besten im Job. Kennst du die Panda-Werbung? Ach, was ist das nochmal? Verärger keinen Panda, wo der immer irgendwo auftaucht und dann Leuten irgendwie die Milchtüte aus der Hand schlägt oder sowas? Die war richtig schön damals. Also bei uns lief die ja gar nicht. Das war ja irgendwas, was in Asien wieder lief. Helft mir, mein Herr! Da kann man sich ja ewig mit beschäftigen, bei was YouTube alte Werbespots gucken. Ich hörte, gucken. Das alte Ketchikehöft wurde befreit. Ich wollte Pferde und Medizin dorthin bringen. Ein paar Banditen kamen mir in die Quere und nahmen mir alles. Wisst ihr, wo sie hin wollten? Sie erwähnten Komoda. Oder was davon übrig ist. Ich folge ihnen. Könnt ihr laufen? Ketchy ist nicht weit. Ich glaube schon. Findet diese Bastarde. Sie fanden das lustig. Deshalb die lachenden Banditen. Ich reise per Pferd, weil ich das Gebiet darunter noch nicht aufgedeckt habe. Wirst du auch Far Cry 6 spielen? Gucken wir mal. Möglich. Auf dem Bau gibt es keine Frau-Männer-Klos, nur Uni-Klos. Weiß ich gar nicht, ob das inzwischen so ist. Dass das inzwischen. Also früher haben sie gesagt, die würden eine Frau einstellen, wenn denn das Unisex-Klo erlaubt wäre bei denen. Aber es ist bei denen nicht so gewesen. Also wenn du eine Werkstatt hast, war es wohl damals so, dass du kein Unisex-Klo haben dürftest. Wo wollt ihr denn hin? Rennt der weg von mir?
Werkstatt und Bau sind ja zwei verschiedene Sachen. Das meine ich ja damit. Ich finde eigentlich auch, dass... Obwohl, wenn du einmal im Frauenklo warst, ey... Da willst du eigentlich keine Unisex-Toiletten haben. Nirgendwo. Vor allem nicht in der Gastronomie. Alter Schwede, ey. Ich fand in der Diskothek immer aufs Frauenklo gehen oder sich in der Diskothek das Frauenklo angucken. Du denkst immer, das Männerklo, ja, keiner schafft es irgendwie, das Pissoir zu treffen, ne? Gehst bei Frauen rein, denkst du, ja, keine Frau schafft es, irgendwas zu treffen hier im Raum. Bringe Gegner von oben um, ohne gesehen zu werden. Und rette die Geiseln. Da muss ich eh hier sneaky sein. Also es soll jetzt nicht gegen Frauen wettern, aber ohne Scheiß, die Damentoilette in der Diskothek ist halt echt super eklig. Und man müsste eigentlich denken, hallo, die müssen sich ja irgendwie hinsetzen oder was auch immer. Warum machen die denn das da? Warum muss das dann hier so schrecklich aussehen? Wer weiß das schon? Also bei Far Cry 6 weiß ich noch nicht. Ich habe Far Cry 5 ja auch gespielt damals. Auch durchgespielt. Ich fand es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Obwohl, ich würde mir halt schon ein paar Änderungen wünschen. Also ich fand es dann schon sehr kitschig teilweise. Und viel Potenzial für die Geschichte ist halt verloren gegangen. Auch wenn es ein paar coole Geschichten waren, aber es war halt einfach ein bisschen lächerlich. Wieso endet dieses Thema eigentlich hier immer bei Klos? Keine Ahnung. Was würde ich ändern? Das ist jetzt eine tolle Frage. Es darf ja durchgedrehte Charaktere geben, es darf auch ein bisschen verrückt sein, aber ich finde, dass Ubisoft-Titel ganz viel Ernsthaftigkeit verloren haben. Danke, Keksritter, für ein Twitch-Prime-Abo. Und es sollte auf jeden Fall mehr Krokodile geben. Nicht mein Freund. Hindman! Ja, Kacke, ich wollte ihn eigentlich von oben töten. Bald seid ihr frei. Danke, Rowdy. Für den 9. Monat Twitch Prime. Meine Gebete wurden erhört. Vorsicht da draußen. Mal langsam anfangen, welche von oben zu töten. Sonst sind gleich keine mehr übrig. Weg, weg, weg. Er stellt sich gerade um da oben.
Chiharu! Yasumbe! Wie ein stiller Samurai. Lass die Geisel in Ruhe, Penner. Alles wird wieder gut. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Geht. Gebt auf euch Acht. Boah, der Hund ist so fettig, weil wir den ganzen Tag unterwegs waren. Garten, Wald, Café. Und dann konnte die ganze Zeit nicht liegen und schlafen. Der ist einfach schon fix und alle. Юуч биш бололтой. Meine Pfeile sind aus. Meine Pfeile sind aus. Das ist ja doof. Chiharu, hä? Guck mal, wie ich heute die kleinen Glocken benutze. Wie ein Profi. Und vor allem das erste Mal. Aber es ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ich finde es einfach von der Dynamik her einfach so geil, hier alle abzunudeln. Hier noch Gegner in der Nähe. Ich kann nicht. Es ist noch nicht sicher. Helft mir! Stillhalten. Ich lebe noch. Danke, mein Herr. Ihr seid sicher. Charmant ist dein Dank.
Doch mein Klingelbeutel ist immer noch leer. Deshalb schütze ich dich jetzt auf. So. Vor allem, das ist so eine richtige Klassikposition übrigens jetzt gerade mit dem Dach. Also, dass da was versteckt ist drin. Da kannst du halt immer was finden. Und jetzt die Frage, wo ist denn der allerletzte? Was stimmt nicht mit dir? Ach, du bist der, den ich gerettet habe. Jetzt stehst hier rum und überlegst, was deine nächsten Schritte sein werden. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ja, und tschüss. Heute bin ich echt gut drauf. Gut ab, ey. Obwohl die Gegner hier relativ schwach sind. So leicht waren die sonst nicht zu töten. Wirst du desperat? Warst du durch Desperados eigentlich durch? Nein. Vorsicht da draußen. Wir haben das Gehöft nur befreit. Ach, dass du durch das Bonusziel bekommst du eine höhere Legendenerhöhung. Rowdy, du bist doch eigentlich fast in jedem Stream hier, ne? Und wir haben das Thema Desperados bestimmt schon 5-6 Mal erklärt. Habt ihr gehört, mein Herr? Mongolen. Auf der Suche nach etwas Mächtigem, das unser Volk seit Jahren versteckt hält. Wenn die Mongolen es wollen, glauben sie, es hilft ihnen beim Kampf. Der Geschichte nach macht die Rüstung selbst einen einfachen Bauern zum Krieger. Was sie wohl bei einem Samurai bewirkt. Ich bin kein Erzähler, mein Herr. Der Musikant Yamato erzählt sie gut. Zuletzt hörte ich, er sei bei Akashima. Raidoran, trinkst du etwa Bier? Moment, was gibt's hier? Gar nichts. Teuretz, die Gehöfte und hier gibt's nicht mal irgendwas. Tut mir leid, ich muss mal eben kurz was im Chat antworten. Falls ihr euch gewundert habt, dass ich getippt habe nebenbei. Sehr gut, weil es überhaupt nicht zum Thema jetzt gerade wieder passt. Aber es ständig gefragt wird mit Desperados. Man sieht doch genau, was ich spiele zurzeit. Man kann sogar bei Twitch nachverfolgen, wie viele Stunden ich in der Woche live bin. Und wenn ich 48 Stunden in der Woche live war mit Divinity und mit C&C und jetzt mit Shinshiros Reise ins Wunderland. Dann werde ich wahrscheinlich nicht Desperados spielen. Gerade. Oder gerade weiterführen. Weil es einfach zeitlich, ich kann mich nicht vierteilen. Ich kann es einfach nicht.
Ich kann auch nicht zwischen 8000 Spielen umschalten immer. Vom Kopf her schon nicht. Das geht einfach nur schief, wenn man sich da nicht drauf konzentriert. Kannst du auf dem zweiten Kanal Desperado spielen. Wie soll das denn laufen? Mit den Füßen noch zusätzlich, da kannst du meinem Hoden zusehen, wie der baumelt. Weil ich ja keine Hose trage. Oh Scheiße, jetzt war ich so abgelenkt. ...24-7-Stream ist nicht gesund. Dann werden wahrscheinlich noch mehr Leute von mir zickig angemacht, weil ich einfach total entnervt bin. Ich wünschte, der Mops könnte spielen. Ich wurde übrigens auch heute gefragt, ob mein Kanal sich darum dreht, Trade a Mops, da ich den Mops ausleihe für Veranstaltungen, wie Eheringe zum Altar bringen. Und das präsentiere ich dann auf dem Kanal. Und leiste den Mobs aus. Also wenn, dann würde ich... Wie man auf sowas kommt, ich habe keine Ahnung. Der Mobs wird die Ringe fressen und ich habe dann lauter Klagen am Hals. Das will ich ja auch nicht. Wie geil, ey. Hat's ja gelohnt zu reiten. Geht doch. Bitte beeilt euch! Richtig, der Mobs spielt eigentlich schon, ich kommentiere nur. Ich hab's einfach in sein Gehirn angeschlossen. Die ganze Maschinerie hier. Mein Leben gehört euch, Fürst Sakai. Behaltet es. Ich brauche Informationen über die Gegend. Ich weiß nicht viel. Nur, dass die Mongolen den Leuchtturm an Kubaras Küste eingenommen haben. Ein guter Spähposten. Danke. Danke. Look at my cloak. My cloak is amazing. Und wie kann es sein, dass die hier... Hier könnten die Banditen sein. Ganz kurz vor Komoda, die ich ja auch schon befreit habe, irgendwelche Leute. Ah, wie soll es heißen? Ja, irgendwelche Leute entführt werden. Ach, die lachen wirklich da drin. Hehehehe. Ob ihr behindert seid. Ich habe nichts Böses getan.
war's doch nicht. Da! Runter! Runter! Nein, da! Runter! Runter! Da! Ja! Komme! Er geht mir gerade zu sehr auf die Eier. Proof der Retter. Erstmal Feuer gefangen. Das tut mir leid, Talim Goron, dass noch ganz viele unfähige Streamer nebenbei dieses Spiel spielen. Aber Gott sei Dank bist du ja hier. Lasst ihr mich gehen? Wenn ihr mir die Wahrheit sagt, worüber haben diese Männer gelacht? So ein armes Mädchen. Sie war in Haruo verliebt. Er hatte das Sagen. Sie verriet ihm, wo ihre Familie ihren Reis versteckt. War ihr Name Saki? Ja, Saki. Sie dachte, Haruo würde dasselbe empfinden. Stattdessen tötete er ihre Familie, nahm den Reis und ließ sie im Regen stehen. Und ich war das Instrument ihrer Rache. Verschwindet! Ha! Wie ich gesagt habe, die hat mich nur ausgenutzt. Ich will dann welche mit Saki reden. Frauen. Da wird der Donnergott auch böse. Du schreist halt nicht so, als wenn du gerade das Problem der Kernfusion gelöst hast, wenn du einen Feind tötest. Ja, sorry. Das wäre ja auch total lächerlich, ey. Weshalb? Ich kämpfe hier gegen eine KI, der ist eh scheißegal, was ich denke. Oder ob mir gerade voll einer abgeht dabei.